im Internet Stimmen zu kaufen. Robert Habecks Nerven liegen völlig blank. Er behauptet jetzt, die AfD hätte Stimmen gekauft im Internet mit Geld aus dem Ausland. Und natürlich würden wir hier bezahlt werden, AfD und BSW ist gemeint, von Putin. Selbstverständlich, die Ampel weiß Bescheid, deswegen gibt es auch schon so viele vollstreckte Haftbefehle, lieber Robert Habeck. Es gibt einfach nichts außer heiße Luft bei den Grünen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist wieder völliger Wahnsinn, wie ihr das kennt. Robert Habeck stand im Dresdner Rundkino auf der Bühne und hat dann hier Folgendes vom Stapel gelassen. Sich aber für seine Meinung bezahlen zu lassen, im Internet Stimmen zu kaufen, Trollarmeen aufzubauen, eine Meinung gekauft zu bekommen, das ist widerlich und das gehört sich nicht. Und wir wissen, dass AfD und BSW genau so bezahlt werden. Habt ihr das gehört? Er findet das widerlich und er sagt, er wüsste das, ja? Er sagte unter anderem aber auch, korrupt und gekauft ist niemand im Unterschied zu AfD und BSW. Meines Wissens nach ist bisher keiner verurteilt worden, denn jeder weiß, Zitat Robert Habeck, dass die direkt aus Russland und aus Peking bezahlt werden. Ja, lieber Robert Habeck, dann zeig mir doch mal das Urteil im Namen des Volkes, wo das belegt ist, dass das auch Fakten sind, die juristisch standgehalten haben. Bisher sind das alles Anschuldigungen von eurem Inlandsgeheimdienst, der zufällig deiner Kollegin, lieber Robert, untersteht. Er wollte hier dann noch anderen eine eigene Meinung zugestehen, doch sich für seine Meinung bezahlen zu lassen, im Internet Stimmen zu kaufen, Trollarmeen aufzubauen, ist widerlich. Wir wissen, dass die AfD und BSW genau so bezahlt werden. Den Beleg dafür ist er selbstverständlich bisher schuldig geblieben. Niemand hat dafür Belege, denn das läuft komplett anders. Aber lieber Robert, wenn du jetzt zuschaust, ich kann dir das im Einzelnen erklären, ja? Also, Trollarmeen im Internet bauen keine normalen Menschen auf. Nicht du, nicht ich, sondern das sind Akteure, die auch finanziert werden müssen von irgendwem. Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der hat vielleicht 10, 15, 20 Trollbots unter seiner Kontrolle und macht das in seiner Freizeit. Doch was soll man damit ausrichten? Die sind dann bei Herrn Habeck und bei Ricarda Lang auf den Profilen relativ schnell gesperrt. Die Trollarmeen, die sie hier angeblich heraufbeschwören, da muss man mal sagen, ich bekomme hier Geld von YouTube für meine Videos. Die meisten sind monetarisiert und YouTube prüft die Aufrufe auf diese Videos, ob diese echt sind. Ich habe das Ganze auch schon mit einem Testkanal anderweitig ausprobiert und habe mir Videoaufrufe gekauft. Das, was offiziell verpönt ist, ist es nicht ganz verboten, aber man hat dann gesehen oder ich habe gesehen, Videos haben dann 10.000 Aufrufe in einer Stunde nach Veröffentlichung, kein Problem. Und zwei Tage später sind es nur noch 500, weil YouTubes Algorithmus und die Prüfsysteme so gut sind, dass sie herausgefunden haben, dass das gar keine echten Menschen sind, die mit diesem Video interagiert haben, sondern dass es Trollarmeen sind. Das, was Robert Habeck hier versucht zu fantasieren, das sind keine Trollarmeen. Das sind ganz normale Bürger, du und ich, denen hier oben alles bis zum Hals steht und die einfach ihren Unmut öffentlich kundtun. Für ihn sind das hier Trollarmeen. Und er glaubt auch einfach, dass sich hier Leute für ihre Meinung bezahlen lassen, im Internet Stimmen zu kaufen. Man kann im Internet, Robert Habeck, vielleicht hast du das ja gemacht, sich Likes kaufen. Und auch da wird dann immer wieder geprüft. Mich würde es nicht wundern, wenn bei einem der diversen Fake-Checks dann zum Beispiel rauskommt, dass 20% der Twitter-Follower von Robert Habeck auf einmal aus Vietnam stammen. Ich habe das vorher gar nicht geprüft. Ich weiß gar nicht, ob er noch bei Twitter ist, Robert Habeck. Aber man kann das alles analysieren und herausfinden. Und auch die deutsche Bundesregierung hat schon zugegeben, dass man für Videokampagnen auch Geld ausgegeben hat, damit diese dann auch öffentlich bekannt werden. Das ist am Ende auch nur Werbung für Aufrufe zu seiner eigenen Meinung. Aber
hier dieses Zitat, ich kann es euch nochmal zeigen, es ist an Dreistigkeit und an Frechheit nicht zu unterbieten. Im Internet Stimmen zu kaufen, Trollarmeen aufzubauen, eine Meinung gekauft zu bekommen, das ist widerlich. So, Robert, das findest du widerlich? Ich finde es widerlich, dass du hier falsche Tatsachenbehauptungen aufstellst. Wo sind die Belege? Wo sind die juristisch verwertbaren Dokumente, dass das, was du hier sagst, auch wirklich stimmt? Das ist vermutlich so wie mit dem Gebäudeenergiegesetz. Da bist du einfach zu weit gegangen, denn es war nur ein Test. Auch hier bist du dann einfach nur zu weit gegangen. Und weil man ja Immunität als Minister genießt, muss dann hier erstmal die Immunität aberkannt werden. Denn hier ist ja schon, also es gibt Anwälte, die sich damit befassen, ob das hier dann am Ende zur Anzeige gebracht wird. Dieses Beleidigen, dieses Unterstellen, dieses Verleumden teilweise, weil er ja sagt, er weiß es, aber er liefert keinen Beleg dafür. Und damit ist er dann hier nicht mehr in der Meinungsäußerung, sondern in der Tatsachenbehauptung, die er dann auch untermauern müsste. Oder es gibt dann einfach eine gerichtliche Unterlassungsverfügung von der Partei gegen Robert Habeck. Wäre nicht die erste. Die Bundesministerien, sie sind schon öfter abgemahnt worden, beziehungsweise darauf hingewiesen worden, dass sie ihre Wortwahl doch unterlassen sollen in Zukunft. Ich bin wirklich gespannt, was Robert Habeck sich noch alles leisten darf, bevor auch er die wohlverdiente Klatsche sich abholen darf. Es dürfte nicht mehr lange dauern. Ricarda Lang, sie ist ja schon fast den Tränen nahe. Omid Nuripur, auch er steht ratlos da. Und eigentlich wissen alle, aber sie tanzen um den heißen Brei herum oder wie man das anders da auch formulieren könnte, sie stecken den Kopf sprichwörtlich in den Sand wie einst Vogelstrauß. Das wird aber niemandem in diesem Land helfen. Und damit, wie hat es Friedrich Merz gesagt, hat die Ampel vollste Verantwortung für alles, was in den kommenden Wochen und Monaten in diesem Lande passiert. Und er hat das vor allem gemünzt auf die innere Sicherheit und den Stuhlkreis der Ampelregierung, der morgen wieder hier tagen soll. Also der Wanderzirkus in Berlin, er fängt jetzt wieder an. Sie wollen kommen in ihrem Stuhlkreis und wollen reden über das große Asyl- und Migrationspaket. Zwei Vertreter der Union sind auch dabei. Doch Friedrich Merz hat gesagt, für all das, was auf dem Tisch liegt, was vorgeschlagen wurde letzte Woche Freitag, in einer Hauruck-Aktion vor der Wahl, was jeder gemerkt hat, es hat wirklich jeder gesehen. Wenn das nur diskutiert wird, sagt auch Friedrich Merz, dann brauchen wir gar nicht erscheinen, denn dafür braucht man nur eine einfache Mehrheit im Parlament. Für ihn geht es um Dinge, wo man auch im Zweifel eine Zweidrittelmehrheit braucht. Ihm geht es hier auch um harte Kante und da baut sich die CDU ganz stark für die Kanzlerschaft nächstes Jahr auf. Alles kommt zu einem zum anderen dazu. Wir kennen jetzt auch schon den neuen Bundesgesundheitsminister für 2025. Friedrich Merz war 2024 auf der Bilderberg-Konferenz. Es wird am Ende vermutlich auf eine große Koalition hinauslaufen. Könnte ich mir im Moment am besten vorstellen, denn mit den Grünen werden sie keine Wahl gewinnen. Und so viel können sie ihre Wähler auch nicht verraten. Die Frage ist, ob die SPD bereit ist, sich wieder hier zu bücken für den Schrankdienst der Union. Ihr wisst vielleicht, was ich damit meine. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, abonniert den Kanal und wenn euch das Wasser sowieso bis zum Hals steht und ihr die Schnauze voll habt, schaut mal bei Auswandern mit Kopf vorbei. Für jung oder alt, für arm oder reich, der Kanal, der sich mit dem Thema Auswandern befasst. Auch im Hinblick, ob man die EU besser gleich verlassen sollte oder in ein Land der EU einfach auswandern sollte, was sich mehr vom Brüsseler Kuchen schnappt und somit zwar immer noch der gleichen Regulierung unterliegt, aber etwas weniger Bürokratie und dennoch dann als Bewohner eines anderen EU-Landes Nettoempfänger statt Nettozahler ist. Wir in Deutschland, wir sind der Letzte, wir machen am Ende das Licht aus. Ich bin gespannt, ob du das genauso siehst oder anders. Kommentiere es mal unter dieses Video. Schau auch auf X vorbei und auf Telegram. Auf Telegram findest du die syrische Großhochzeit, die letztens wieder eskaliert ist. 60 Personen mit Schläuchen und mit Schaufeln. Du kannst dir mal reinschauen und damit sage ich ciao, bis bald.